Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Ja, liebe Silvia, das lernende Immunsystem ist das Thema unserer heutigen Folge. Kannst du dir darunter was vorstellen? Also ich habe spontan an meine Kindheit gedacht und an den Bauernhof mit dem Misthaufen in unserer Nachbarschaft. Da haben wir natürlich gespielt und ganz viel im Dreck gespielt. Und meine Mutter hat immer gesagt, das ist gut und hat sich da wenig Sorgen gemacht. Und ja, dann hatten wir auch viele Tiere. Und mein Bruder hat in unserem Garten ein besonderes Restaurant eröffnet. Da gab es dann zu essen Erde, ein bisschen Dreck gemischt mit Schnecken und Würmer waren auch mal dabei, Löwenzahn. Herrlich. Und ich durfte das verkosten. Genau. Und ja, vielleicht hat es mir ja was genutzt für mein Immunsystem. Klingt nicht so lecker, aber vielleicht sollten alle Kinder Schnecken und Würmer und Dreck essen, um ihr Immunsystem zu stärken. Das werden wir in dieser Folge klären. Die heißt das lernende Immunsystem oder warum sind kleine Kinder so oft krank? Mit unseren Kinderdocs zusammen. Mein Name ist Achim Leoni, ich bin Redakteur beim Abendblatt. Und ich bin Silvia Buckel, freie Hörfunkjournalistin in Hamburg. Und bei uns im Studio sind Dr. Claudia Haupt. Sie ist Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztinnen. Und schön, dass Sie hier sind heute. Hallo. Ja, und Dr. Charlotte Schulz, sie ist Kinderärztin in Hohe Luft und Sprecherin des Berufsverbands. Herzlich willkommen in unserem Studio. Ja, hallo. Ja, Frau Dr. Schulz, das Lernen des Immunsystems, was kann man sich denn darunter vorstellen? Ja, wir haben uns gedacht, als wir so über diese Folge nachgedacht haben, ob wir das machen wollen, dass das ja eine unglaublich häufige Frage ist, die wir bei uns in der Praxis haben, dass Eltern sich einfach doch große Sorgen machen, wenn ihre Kinder über den Winter, also die kleinen Kinder, die gerade so unter Dreijährigen, einen Infekt nach dem anderen haben und ganz oft kommen und sagen, irgendwie, das kann doch nicht mehr sein, da stimmt doch was nicht. Und dann haben wir gedacht, wir müssen das vielleicht einfach mal erklären, warum das so ist und warum auch nicht alles daran so schlimm ist, auch wenn es unglaublich anstrengend ist, natürlich für die Kinder und die Familien. Und deswegen wollten wir einfach mal ein bisschen erzählen und das kurz ein bisschen erklären. Unser Immunsystem ist ja ein unglaublich komplexer Verbund von Zellen, Organen, von Botenstoffen, die im ganzen Körper verteilt sind. Das ist von der Natur aus wirklich total genial gemacht. Wir müssen uns ja permanent schützen vor Eindringlingen, vor Viren, vor Bakterien, vor Pilzen, Parasiten, sodass im Grunde die ganz kleinen Kinder und so auch wir Erwachsenen ständig mit der Verteidigung beschäftigt sind. Vielleicht magst du, Claudia, noch mal was zu den zwei verschiedenen sozusagen Bereichen unseres Immunsystems sagen. Genau, wir wollen es ja heute nicht zu kompliziert machen, aber es gibt im Wesentlichen zwei Teile des Immunsystems. Das eine ist sozusagen unsere Grundausstattung. Damit werden wir geboren. Das angeborene Immunsystem, das, was man alles schon mitbringt, wenn man auf die Welt kommt. Und dazu kommt dann noch der Nestschutz. Das haben die meisten schon mal gehört. Das sind Antikörper, die man von der Mama in der Schwangerschaft übertragen bekommt. In der Regel so die letzten Wochen der Schwangerschaft besonders viele. Weshalb unsere frühgeborenen Kinder ein bisschen schlechtere Grundausstattung haben, wenn sie auf die Welt kommen. Da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf. Und diese Grundausstattung ist sozusagen wie so eine Art, ja, sagt ja der Name schon, Basis. Und dann gibt es einen Bereich, das nennen wir das lernende Immunsystem. Und das spielt eine sehr große Rolle, ist das, was im Kontakt mit der Außenwelt entsteht und was permanent lernt. Und das lernende Immunsystem ist das, worauf wir uns dann im Laufe des Lebens, das hört auch nie auf zu lernen, bei der Abwehr von der Erreger besonders berufen. Genau, man muss sich das einfach so vorschreiben. Babys kommen im Grunde, was dieses erlernende Immunsystem angeht, wie so ein unbeschriebenes Blatt Papier zur Welt. Und mit jedem Infekt, den die Kinder durchmachen, lernt dieses Immunsystem dazu. Da gibt es ein paar Hauptakteure. Da sind vielleicht nochmal zu nennen, also unterschiedliche Zelltypen, Antikörper und Botenstoffe. Wir bleiben hier aber ganz oberflächlich. Einfach nur als Beispiel, es gibt im Blut natürliche Killerzellen, die sind wie so Sheriffs, permanent auf der Suche nach Eindringlingen, Viren, Bakterien, Ähnlichem. Und dann gibt es zum Beispiel Fresszellen, die medizinisch Makrophagen genannt werden, die wirklich Erreger, wenn sie aufgespürt haben,
aufessen. Also wie kleine Monster, sagen wir mal so. So wird das auch den Kindern im Unterricht erklärt. Es gibt Antikörperfabriken. Das sind spezielle Zelltypen, die diese Antikörper, von denen wir schon so häufig gesprochen haben, wenn es um Infekte und Impfungen ging, produzieren in großer Masse, gesteuert durch andere Zellen und Botenstoffe, die ihnen sagen, welche Erreger sie denn nun abwehren sollen. Und dann gibt es, und das ist richtig genial, sogenannte Gedächtnis- oder Memory-Zellen. Und das sind die, die dafür sorgen, dass wir, wenn zu einem späteren Zeitpunkt Kontakt mit dem gleichen Erreger wieder auftritt, ganz schnell und ganz gezielt abwehren können. Weil diese Zellen speichern sozusagen die Informationen über diesen Erreger und erkennen und bekämpfen ihn dann ganz hochspezifisch und rasch. Das ist letztendlich das Prinzip, was wir uns bei den Impfungen zunutze machen. Auch durch die Impfung lernt das Immunsystem der Kinder, Infekte abzuwehren, ganz speziell abzuwehren. Also, die gute Nachricht, mit jedem Infekt, so anstrengend, so schwer das auch für die Kinder ist und auch für die Eltern. Letztendlich ist das aber was Positives für unser Immunsystem, weil es ordentlich dazugelernt hat. Genau, und man muss sich da vor Augen führen, dass es eben unzählige Erreger gibt. So als mal kleine Hausnummer. Es gibt allein rund 300 Erkältungsviren. Es gibt ja natürlich noch ganz, ganz viele andere Erreger. Und da kann man sich ja vorstellen, dass man da so den ein oder anderen Infekt, und zwar bemerkt oder unbemerkt, muss man dazu sagen, durchmachen muss, damit man die alle kennenlernt und später dann auch abwehren kann. Und jeder weiß ja, dass es Kindergartenkinder oder Kleinkinder gibt, die sind scheinbar immer, immer krank und andere, die aus Gründen, die keiner kennt, scheinbar nie so richtig krank sind. Aber diese Kinder setzen sich natürlich auch mit den Erregern auseinander. Aber wie ist denn dieser Unterschied zu erklären, dass es manche Kinder offensichtlich immer erwischt und andere nie? Ist ja eigentlich auch ganz schön ungerecht. Das sind reine Zufälle. Das eine Kind hat vielleicht gerade einen Entwicklungsschub oder hat zwei Erreger zur gleichen Zeit abzuwehren oder da ballt es sich vielleicht ein bisschen, weil es das Drittgeborene ist. Also es gibt viele Gründe, wir kennen sie nicht. Manche Kinder können aber auch Botenstoffe, die zum Beispiel Fieber verursachen, besonders gut ausschütten. Ja? Also vielleicht wirklich sozusagen besonders gut fiebern, was andere Kinder nicht können. Das versuchen wir auch den Eltern zu sagen. Wir haben ja oftmals Kinder, die bei jedem Infekt ganz, ganz hoch fiebern und total platt und schlapp sind. Und das sind so ein bisschen unsere Fieberathleten, sagen wir manchmal dazu. Das ist einfach diesen Kindern sehr deutlich anzumerken, was andere eben vielleicht so ein bisschen still und leise machen. Da gibt es aber nichts Gutes oder Schlechtes. Das ist einfach so unterschiedlich, wie wir ausgestattet sind. Und vielleicht nochmal so ein Hinweis, natürlich macht es auch einen Unterschied, ob man ein behütetes Erstgeborenes ist oder ob man das dritte Kind in der Familie ist unter Umständen. Und es macht auch einen Unterschied, ob die Kita-Eingewöhnung oder Krippeneingewöhnung im November startet oder im Mai. Also da gibt es sehr viele Einflussfaktoren. Also da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen an den Anfang unseres Podcasts anknüpfen. Für mich bedeutet das auch, es ist eine Frage, wie man sich auch diesen ganzen Viren, Bakterien, Keimen und so weiter aussetzt. Mhm. Oder? Und so ein Kindergartenbesuch hat mir auch mal ein Kinderarzt gesagt, das wäre fast Pflicht eigentlich für alle Kinder schon deswegen, weil sie da einmal komplett durchseucht werden und dann nicht ständig im Schulalter krank werden. Machen Sie diese Erfahrung auch? Also ist es wichtig? Das ist schon so, dass Kinder, die sehr früh in die Kita gehen und eben so, sagen wir mal, nach dem ersten Geburtstag in diesen, im zweiten und dritten Lebensjahr diese vielen Infekte durchmachen, dann mit 3 oder 4 Jahren stabiler sind als die Kinder, die etwas später in die Kita kommen und dann etwas später den Kontakt mit diesen Keimen haben. Aber man muss sich ja klar machen, auch in unserem normalen Alltag haben wir also permanent mit einer Vielzahl von Erregern zu tun. Jede Türklinke, jedes öffentliche Verkehrsmittel, jedes Niesen an der Supermarktkasse hinter mir. Also wir sind ja permanent diesen Dingen ausgesetzt und zum Glück kann das unser Immunsystem. Und vielleicht dazu nochmal zu dieser Frage. Es ist auch manchmal so, da haben wir zum Beispiel frühgeborene Kinder oder Kinder, die sehr früh eine RS-Virus-Infektion hatten und deswegen sehr reagibel auf den Bronchien und Atemwegen geworden sind. Oder, RS-Virus-Erkrankung, ja, das hat man kurz mal genau erklären. Das ist eine spezielle Sorte Viren, die bei ganz jungen Kindern zu schwerer Bronchitis oder Bronchiolitis, heißt das, wenn es noch ein bisschen tiefer runtergerutscht ist, führen. Darüber gab es eine extra Folge hier in diesem Podcast. Und die Kinder behalten danach so eine gewisse Überempfindlichkeit für recht lange Zeit. Worauf ich hinaus wollte ist, es gibt mal Konstellationen, wo es
günstig sein kann, nicht mit einem Jahr in eine große Kita zu kommen mit riesigen Gruppen, sondern vielleicht erstmal zur Tagesmutter zu gehen, wo nur 5 oder 7 Kinder sind, dass man eben nicht gleich die volle Ladung bekommt. Aber das sind so Ausnahmefälle, da sprechen wir auch des Öfteren mit unseren Familien drüber, weil sie uns natürlich da auch um Rat fragen, wenn sie sehr verzweifelt sind. Ja, aber das gesunde, sozusagen das normal gesunde Kind ohne irgendwie eine medizinische Vorgeschichte, das geht in die Kita und das kann das ja auch. Und ich denke, viele Eltern geben ihre Kinder ja auch zu einem Zeitpunkt in die Kita mit einem Jahr, weil sie auch wieder arbeiten müssen. Mhm. Ja. Und ja, es ist ein bisschen einfacher, wenn man in den Sommermonaten startet, aber das kann sich ja nicht jeder einfach so aussuchen. Und es ist auch nicht schlimm. Weil das Leben ist kein Ponyhof. Ja, aber die Kinder können das auch. Also, ne, um mal so ein bisschen das schlechte Gewissen jetzt den Eltern zu nehmen, die jetzt sagen, geht aber nicht anders, ich muss wieder arbeiten, ist Oktober, mein Kind muss in die Kita. Ja, also ein schlechtes Gewissen sollte man deswegen auf keinen Fall haben. Aber man braucht ein gutes Netzwerk, was einspringt, wenn es so viele Infekte gibt. Also Apropos viele Infekte, sorry Silvia. 10 bis 12 fieberhafte Infekte im Jahr sind für ein Kleinkind normal. Das ist sehr gut, dass man das nochmal so jetzt einfach als Maß auch benennt, damit sich Eltern nicht so viele Sorgen machen. Ich frage mich aber trotzdem, also ich stelle mir jetzt das Immunsystem ein bisschen wie eine Festung vor, ja, und da gibt es so eine kleine Armee oder so eine Verteidigungstruppe drinnen und die lernt natürlich auch, gegen die Angreifer vorzugehen und wie die so vorgehen und versucht sie auch auszuschalten. Diese Festung, sollten Eltern die immer höher bauen, je mehr Angreifer kommen, oder sollten sie eher versuchen, die Verteidiger zu stärken, die Verteidigungsgruppe größer zu machen, oder sollten wir einfach gar nichts machen, uns laufen lassen? Okay, möchtest du oder soll ich? Also, ich glaube, Eltern Frau Schulz ist das jetzt, die uns antwortet. Eltern sind gut beraten, wenn sie ein Stück weit das normale Leben zulassen. Und nicht übermäßig hygienisch sind, also die Kinder permanent nach jedem Kontakt mit der Außenwelt ihre Hände waschen müssen oder alles permanent mit Sagrotan irgendwie desinfiziert wird oder sie bewusst von anderen Kindern ferngehalten werden oder nicht irgendwie wie sie in ihrer Kindheit auf dem Bauernhof mit Tieren, mit der Natur in Kontakt kommen. Ja. Also. Oder ein bisschen Sand aus der Sandkiste mal sich genehmigen oder so. Also das ist, also meine Schwester hat übrigens auch Regenwürmer gegessen, hat sich dafür aber dann irgendwie 10 Cent damals Pfennig zahlen lassen. Nee, also das ist sicherlich richtig, das normale Leben soll stattfinden. Es ist so, dass wir natürlich irgendwo verstehen können, dass die Eltern sich Sorgen machen, aber dieses Immunsystem, wir hatten es ja jetzt sehr oberflächlich gehalten, das besteht ja nicht nur aus den Akteuren und kleinen Soldaten im Innern, sondern man muss auch bedenken, unsere Haut ist mit Milliarden von Bakterien besiedelt, unsere Schleimhäute, unser Darm, das ist alles Abwehr. Und wenn man das nicht mit natürlichen Fremdstoffen in Berührung bringt oder wenn man das ständig durch Desinfektionsmittel wegmäht, dann ist das einfach nicht gut. Und es wird ja in immunologischen Kreisen sogar über eine Dreckimpfung nachgedacht. Also wir, die wir merken, dass wir in den industrialisierten Ländern immer ferner von der Natur leben und immer mehr künstliche Stoffe unserem Körper zumuten, überlegen wir, ob wir irgendwas brauchen, womit wir das Immunsystem praktisch wieder back to the roots so ein bisschen stimulieren können. Das ist aber alles überhaupt nichts, was es schon gibt. Und das ist auch in Eltern Anführungszeichen, müssen, ne? Dass ja, natürlich. Also es heißt nicht, dass wir Kindern Dreck füttern. Also bitte nicht. Das wäre übertrieben. Und ich weiß nicht, also so diese Praktik, genau, das wollen wir bitte gar nicht. Aber es ist schon so, wenn Sie jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, der Schnulli ist runtergefallen und war eine Sekunde auf dem eigenen Küchenboden. Und das Kind ist über 6 Monate alt. Ja, mein Gott, wenn das Kind sich diesen Schnulli nimmt und wieder reinsteckt, geht die Welt nicht unter. Ich sage mal den Eltern, ja, wenn das Gleiche jetzt im Elbe-Einkaufszentrum passiert, in irgendeinem verdreckten Boden und das Kind ist noch ganz klein, dann würde ich das Toilette oder das, dann würde man das natürlich nicht machen. Ja. Also es gibt so den gesunden Menschenverstand, der uns leiten sollte. Wir haben nur manchmal das Gefühl, dass aus Furcht was falsch zu machen oder aus Besorgnis, dass das Kind irgendwie zu anfällig ist, dann auch Dinge einfach unterbleiben, ne? weil die Eltern sich fürchten, dass damit irgendwas Schlimmes passiert. Also man muss sich auch keine Sorgen machen. Die Frage kommt relativ häufig von Familien, die Haustiere haben.
Und insbesondere Hunde sind ja sehr kontaktfreudig. Und wenn man jetzt einen Hund hat, der vom Tierarzt, sag ich mal, mit den Dingen, die man so machen sollte, geimpft und entwurmt und all diese Dinge, wenn das also regelmäßig irgendwie passiert, ja, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm, wenn der mal richtig schön übers Gesicht schlägt. Ne? Also gehört und das nicht das Neugeborene ist damit ja nicht gemeint, ja, sondern Kinder, ja, ne, die schon spielen und machen und tun. Ja, ganz genau. Also keine Angst vor Pflanzen, Tieren, anderen Kindern, das sollte alles stattfinden. Jetzt haben wir ja gelernt, also Eltern sollten sich nicht zu viele Sorgen machen. Das Immunsystem reguliert sich sehr, sehr stark selbst. Es lernt lebenslang ja eigentlich weiter. Gibt es denn etwas, was Eltern trotzdem tun könnten, um das Immunsystem ihrer Kinder zu stärken? Also wenn ich zum Beispiel in den Drogeriemarkt gehe oder so, werde ich ja überschwemmt geradezu von Produkten, die angeblich dem Immunsystem auf die Sprünge helfen. Allerdings. Was davon ist sinnvoll, gerade auch bei Kindern? Also wenn Eltern sich versuchen zu informieren und zum Beispiel im Internet irgendwie eingeben, wie kann ich das Immunsystem meines Kindes stärken, werden sie immer auf kommerzielle Seiten von Produkten kommen, die eben das Allheilmittel bieten und eine Wundertüte aus irgendwelchen Vitaminkomplexen. Das ist aus unserer Sicht überhaupt nicht erforderlich. Also das Geld kann man wirklich sparen. Für die gesunde Abwehr, glaube ich, ist es wichtig, dass Kinder gesund und abwechslungsreich, mein Gott, essen. Dass sie sich draußen an der frischen Luft bewegen. Dass sie ausreichend schlafen. Und dass das Wohnklima gut ist. Also nach Möglichkeit eben gut gelüftet, sauber, aber nicht permanent Sagrotan gewischt. Dass die Eltern vielleicht auch bitte gar nicht rauchen im Umfeld von Kindern. Impfungen sind sehr nützlich, um das Immunsystem zu stärken. Weil wir ja gesagt haben, Impfungen täuschen ja Infekte vor. Das heißt, das Immunsystem wird mit jeder Impfung trainiert. Frau Schulz, war das jetzt ein Zufall, dass Sie so als Anfang die vielfältige oder abwechslungsreiche Ernährung genannt haben? Oder hat das wirklich einen großen Stellenwert? Und dann abwechslungsreich, da verstehen manche vielleicht drunter, okay, heute gibt's Nudeln, morgen gibt's Pizza und übermorgen Pommes. Ja. Also wir brauchen natürlich Nährstoffe und Vitamine und das ist damit gemeint. Aber es muss nicht irgendwie 10 verschiedene Obst- und Gemüsesorten geben. Das ist mit einem Kleinkind manchmal illusorisch. Aber ein bisschen Obst und ein bisschen Gemüse sollte es jeden Tag schon sein. Einfach, ne? Also es ist halt gesund aus vielerlei Hinsicht. Pragmatisch, aber bitte. Was wir noch nicht gesagt haben, Charlotte, und was aber auch einen nachweisbaren Effekt hat, ist die Psyche. Und das heißt, dass Kinder ein besseres Immunsystem haben, wenn sie gut gestimmt sind. Das gilt für Erwachsene und Kinder übrigens. Und dass wir die Kraft des Lachens, den Begriff kennen ja die meisten, der hat durchaus auch seine Berechtigung in dem ganzen Konglomerat von Sachen, was man denn tun sollte. Und wenn unsere Eltern uns fragen, weil sie, oh, und unser Kind, das isst überhaupt kein Gemüse und gar kein Obst und dies nicht und das nicht. Da was bei Kleinkindern, dieses Thema hatten wir ja auch schon mal, in der Kleinkinderernährung gar nicht so selten ist, dass die sehr picky sind. Dann sagen wir denen immer, also ihr versucht das mit der Ernährung und mit der guten Luft und mit der Bewegung und mit den Kontakten mit anderen Kindern und so. Und wenn jetzt alle Stricke reißen und die Eltern kaufen sich ein Multivitaminpräparat für Kinder, was nicht besonders teuer und schädlich ist, dann haben wir da ja gar keine Einwände. Aber anzunehmen, dass diese Substanzen, die da aus ihrer natürlichen Matrix herausgelöst, sozusagen artifiziell, künstlich einem Kind eingepfiffen werden, dass die den gleichen Effekt haben wie gesunde Nährstoffe in einer gesunden Ernährung, ist sicher nicht richtig. Und dafür Unsummen von Geld auszugeben und dann möglichst noch 3 Präparate einzusetzen, weil mehr hilft, ist einfach totaler Unsinn. Kann ich dann vielleicht sogar zu viel tun? Kann man auch. Man kann vor allen Dingen fettlösliche Vitamine, das sind Vitamin E, D, A und K, die kann man auch überdosieren, durchaus. Mhm. Also ja, das kann man. Man muss dann auch darauf achten, dass die Präparate möglichst nicht mehrere und vor allen Dingen, dass die für Kinder auch geeignet sind. Aber der Löffel Lebertran, den mussten wir ja alle ertragen. Genau, als ich nicht. Ich Gott sei Dank nicht. Danach gab es dann das leckere, überzuckerte Ergänzungsmittel, das rote Farbe hatte. Das ist wirklich Quatsch. Ja. Ne? Das braucht man auch nicht, Kinder den Lebertran. Nicht. Nee. Nein. Nein, und ich bin ein lebendes Beispiel dafür, denn ich habe diesen ganzen Kram nie bekommen und ich hatte wirklich mein ganzes Leben so ein
unfassbar starkes Immunsystem. Ich war wirklich niemals krank, glaube ich, bis in mein fünftes Lebensjahrzehnt. Hat eben was ein bisschen auch mit der eigenen Disposition zu tun. Logisch. Ja, ich wollte also nur sagen, es hat mir nicht geschadet, dass ich das Zeug nicht gekriegt habe. Ich würde gerne nochmal mit einem Mythos, vielleicht ist es ein Mythos, aufräumen. Also ein Infekt löst den nächsten ab beim Kind und mein Gott, also man kann jetzt auch das nicht einfach immer nur so laufen lassen, aus verschiedenen Gründen. Man muss arbeiten, das Kind soll ja auch mal wieder gesund sein und spielen mit anderen. Zink. Dann greifen ja auch viele zu Zink, auch Erwachsene. Ist das was für Kinder? Bringt das was? Stärkt das das Immunsystem? Tja. Wenn wir das wüssten. Wenn wir das wissen. Also was wir wohl sagen können, ist, dass wenn jemand einen grippalen Infekt herannahen spürt, also er wird gerade krank und dann für 3-4 Tage ein Zinkpräparat nimmt, wird das nicht schädlich sein. Mhm. So würde ich jetzt mal sagen. Aber wir empfehlen das nicht. Wie sehr das hilft, bleibt auch fraglich. Ja. Ich glaube, auch Zink kann man sogar überdosieren. Für sonst Kupferarmut. Kann man auch, wie alle Schwermetalle. Ne? Mhm. Denn was so lustig ist, die Eltern haben ja immer vor manchen Schwermetallen sehr große Sorgen. Zum Beispiel vor dem von uns empfohlenen Fluorid für Zähne und Knochen und andere Dinge. Aber andere Metalle, wie zum Beispiel Zink, Selen und so, werden doch in sehr hohen Dosen teilweise freiwillig eingeflößt. Also ja, nee, das stimmt. Das gilt für alles. Zu viel ist immer schlecht. Aber unterm Strich, denke ich, ist die Messe, das Immunsystem ist unfassbar komplex. Es lernt ein Leben lang. Jeder Infekt und jede Impfung hat einen Benefit. Es ist normal, dass Kinder, die mit einem unreifen Immunsystem zur Welt kommen, in den ersten Lebensjahren wahnsinnig viele Infekte durchmachen unter Umständen. Und man muss sich im Normalfall gar keine Sorgen machen. Charlotte und ich haben aber überlegt, was wir sagen wollen, wo diese Fälle, wo wir dann denken, jetzt gucken wir mal, ob da was nicht stimmt mit dem Immunsystem, sind nämlich ganz, ganz selten. Das sind Kinder, die zum Beispiel im ersten Lebensjahr gehäuft bakterielle Infekte haben. Also wenn ich ein Kind habe, das ist 1,5 und hat schon 3 bakterielle Lungenentzündungen gehabt, dann mache ich mir Sorgen. Mhm. Ich mache mir auch Sorgen, wenn es chronische Verläufe gibt, wenn die Kinder eben gar nicht gesund werden. Oder wenn wir Problemkeime finden. Das hat immer einen Grund. Also da muss man wirklich nochmal gut nachschauen. Oder wenn es eben sehr schwere, wir nennen es invasiv, also Infektionen sind wie eine Sepsis, wie eine Hirnentzündung oder eine Knocheninfektion. Das sind so Sachen, da machen wir uns Sorgen. Und ich glaube, da dürfen sich die Eltern immer darauf verlassen, dass bei jedem Kinderarzt rechtzeitig die Glocke bimmelt und wir dann entsprechende Diagnostik machen. Aber das ist die absolute Seltenheit. Ne? Ich habe es jetzt so verstanden, dass die ersten Lebensjahre schon sehr, sehr wichtig sind, dass da besonders viel gelernt wird, kann man sagen, so bis zur Einschulung. Ja, ungefähr. Ja, und wie ist das dann? Dann müsste es ja so eigentlich so sein, dass in der späten Kindheit oder in der Jugend dann weniger Krankheiten auftreten. Ja, aber das konnten wir ja jetzt ganz gut mit der Corona-Pandemie sehen, wo wir auch die Jugendlichen tatsächlich mal relativ keimarm, keimfrei irgendwie durch alle Schutzmaßnahmen irgendwie gehalten haben, in Anführungszeichen, dass die plötzlich danach wahnsinnig viele Infekte hatten. Viel mehr, als sie üblicherweise hatten oder als wir üblicherweise in dem Alter sehen. Auch die mussten die Dinge nachholen und nacharbeiten quasi, die sie in der Zeit verpasst haben. Finde ich einen super Hinweis, weil wir ja zum Beispiel absurde Verläufe hatten innerhalb der Pandemie und postpandemisch, zum Beispiel mit den RS-Viren. Da war eine ganze 1,5 Jahreskohorte, hatte überhaupt keine Kontakte. Und danach kam eine wahnsinnig schwere RS-Virus-Saison. Und das Gleiche gilt dann für die Grippe und andere Dinge, die Streptokokken. Genau. Jetzt haben wir gerade die Mykoplasmen, jetzt haben wir die Ringelröteln. Also immer wenn sozusagen Phasen vorangegangen sind, wo das Immunsystem nicht trainiert wurde, kriegen wir sozusagen dann hinterher die Folgen präsentiert. Ich hätte noch eine Spezialfrage, die bestimmt auch viele junge Eltern beschäftigt. Das Stillen. Wie wichtig ist das für das Immunsystem? Stillen ist absolut hilfreich für das Immunsystem. Also wenn das möglich ist, ist das sehr hilfreich, weil über die Muttermilch spezielle Abwehrstoffe, Antikörper eben für das Baby eben zur Verfügung gestellt werden. Und das sind Antikörper, die Mutter selber produziert hat, auf eben die Keime in ihrer eigenen Umwelt und sprich auch der Umwelt des Kindes. Das ist also sozusagen sehr passgenau zugeschneidert. Und insofern, sofern Stillen möglich ist,
eine super Sache. Und statistisch gesehen ist das Stillen die ersten, also dass man es nachweisen kann, diesen Effekt, die ersten 4 Monate. Und danach verliert das so seine statistische Relevanz. Man muss jetzt also nicht denken, dass man 2 Jahre stillen muss, um diesen Effekt auszunutzen. Gut, dass Sie das nochmal sagen. Ich habe das durchaus schon erlebt, dass Mütter also auch mit 2,5, also dass die Kinder 2,5 waren, noch gestillt haben, weil das so gut sei für das Immunsystem. Das ist auch bestimmt wunderbar, wenn das für die beiden eine schöne und gute Sache ist. Aber immunologisch gesehen ist der Effekt dann nicht mehr nachweisbar. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, was ist denn der wichtigste Rat, den Sie Eltern in Bezug auf das Immunsystem ihrer Kinder mit auf den Weg geben würden? Mit dem Wissen darum, dass das Immunsystem eine Aufgabe hat, nämlich zu lernen, würden wir den Eltern eine gewisse Gelassenheit wünschen. Genau, dass sie einfach sich bewusst machen, wenn sie sehr verzweifelt sind am Ende des Winters vor allem, dass das ein Trainings-, ein Sparrings-Winter war und dass der nächste Winter mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit etwas besser verlaufen wird und der danach noch ein bisschen besser, weil eben das Immunsystem immer mehr an Abwehrkräften entwickeln wird. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, die wir mitnehmen können. Man kann vieles einfach laufen lassen, auch bei den Kindern, habe ich jetzt gelernt. Es gibt nicht unbedingt gleich einen Grund, sich Sorgen zu machen. Vielen, vielen Dank an unsere Kinderdocs für diese sehr, sehr interessante Folge. In der nächsten Folge der Kinderdocs am 28. Juni geht es um ein Thema, das auch viele Eltern, aber vor allem Jugendliche betrifft, Akne. Mhm. Vielen Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.